Hallo Micha, ich Hallo. freue mich total, hier in Kreuzberg bei Modern Graphics zu sein. Ich bin hier schon rumgelaufen und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und du hast vorher schon erwähnt, dass ihr 30. Geburtstag feiert, dieses Jahr im November, Im glaube ich, November genau oder? haben wir 30 Jahre Jubiläum an diesem Standort hier, an unserem Kernladen in Kreuzberg, Oranienstraße. Magst du kurz etwas zu Modern Graphics allgemein erzählen? Ihr seid ja schon ein großer Name in Berlin und in Deutschland. Tatsächlich, der Name stammt gar nicht von uns, sondern von Freunden von mir, mit denen ich zusammen studiert habe. Die haben in Westdeutschland einen Großhandel aufgemacht, an dem ich nur peripher beteiligt war. Aber ich wollte nach Berlin. Ich war zu der Zeit schon in Berlin verbandelt und wollte einfach nach Berlin gehen. Und deswegen war der Plan dann, hier einen Laden aufzumachen mit dem gleichen Namen, so als Art Tochterfirma. Der Großhandel, den gibt es schon lange nicht mehr, aber uns gibt es immer noch. Und ja, wie gesagt, am gleichen Standort, wo wir den vor 30 Jahren aufgemacht haben. Kreuzberger Oranienstraße. Heute eine gesuchte Gegend und natürlich, wir alle lieben Kreuzberg. Aber damals, weiß ich noch, gab es Konkurrenten, die kolportiert haben, wir hätten einen Laden in der Gosse Berlins aufgemacht und wollten allen ausländischen Zeichnern raten, hier sich nicht herzutrauen oder nicht herzukommen, weil es ja hier No-Go-Area wäre und so. Du wolltest aber unbedingt nach Kreuzberg. 1991, nach der Mauer öffentlich, war auch so eine Goldgräberstimmung. Und es war sehr schwer, gute Ladengeschäfte zu finden, die unseren Ansprüchen genügen und die so eine Lage haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Comics waren damals nicht wie heute so Laufpublikum, sondern es war schon sehr nerdig. Leute, die uns gesucht haben und die unser Publikum waren, die haben uns gefunden, sagen wir so. Es hat sich hier toll ergeben, der Laden hat es gefallen und ja, seitdem sind wir hier. Und du hast ja gesagt, dass du mit Freunden aus deinem Studium angefangen hast. Fing es da mit deiner Comic-Leidenschaft an oder Oh, wahrscheinlich noch viel die früher, fängt oder? viel früher an. Ja, aber tatsächlich, der Kollege, der den Großhandel aufgemacht hat, mit dem bin ich auch groß geworden in Oh, Freiburg. schön. Und wir sind schon als kleine Jungs über die Flohmärkte gestromert und haben Comics gesucht und so. Und es war zu der Zeit so viel weniger verbreitet als heute. Erstens. Zweitens auch verpönt, ja. Unsere Eltern und die Lehrer haben uns immer beschimpft dafür, dass wir Comics lesen und so, ja. Und dann auch gerade so der Anfang von Marvel-Comic in Deutschland und so, das hat uns damals echt gerockt und fanden wir super. Und zweimal im Jahr gab es einen großen Flohmarkt und da haben die Leute übernachtet, um gute Stellplätze zu bekommen. Und da sind wir schon abends über mit Taschenlampen, haben die Leute ins Gesicht geleuchtet, so, habt ihr Comics? Und haben die besten Funde quasi abends schon gemacht und so, ja. Und mein Kollege, er war die Händlernatur, er hat das gemacht schon damals, um es dann weiter zu verticken irgendwie. Und ich habe es halt immer nur für meine Sammlung gemacht oder weil ich es haben wollte. Und dann haben wir zusammen studiert und er hat den Großhandel angefangen. Kann ich mir früher gar nicht vorstellen. So mein erster Kontakt mit Mangas und Comics war in der Bücherei. Da gab es damals in Flensburg eine ganz gute Sammlung. Und deswegen finde ich besonders spannend, wie du da überhaupt in Kontakt mitgekommen bist. Es gab ja nicht so viel hier in Nee, mein Vater hat Deutschland. mir, es gab, was es gab, war Prinz Eisenherz, aber nicht als Comic, sondern die haben diese tollen Comic von Hal Foster, die eine Sonntagsseiten sind. Also er hat jeden Sonntag dieses Kunstwerk geschaffen, immer mit kleiner Einleitung, mit Fortsetzung zur nächsten Woche und so, ja. Und diese tollen Comics haben die damals in den 50er, 60er, 70er Jahren noch in Badischen Verlag hieß das, haben sie das zu Fließtext umgeschrieben, was die Geschichten um Prinz Eisenherz nacherzählt und halt auf jede Seite zwei Bilder aus den Comics rausgeklaut. Ja. Das war natürlich eine Schande, wenn man das als Comic betrachtet, aber war natürlich trotzdem für mich damals, boah, toll. Und Timon Struppi gab es auch schon und natürlich Donald Duck jede Menge und so. Von dem her, die Anfänge waren schon nicht die schlechtesten. Und hast du weiter recherchiert, was es noch so Naja, gibt? und dann kam Marvel, dann hat der Williams Verlag in den 70ern die Marvel Comics so rausgebracht, wie man sie rausbringen soll, nämlich mit Handlettering, mit einer guten Redaktion, mit von Anfang an und so. Da war ich dann genau 10 Jahre alt, als sie losging. Das war halt dann, hat echt meine Welt gerockt. Das war wirklich toll. Aber ich durfte mir nur ein Heftchen im Monat oder in 2 Wochen kaufen und dann musste ich irgendwie die Rächer kaufen, immer, weil ich mich einmal festgelegt hatte. Dann habe ich mir die anderen, musste mir halt anders organisieren, indem ich mir sie geliehen habe oder eingetauscht oder sonst irgendwas. Was hat dich denn damals fasziniert an den Rächern oder den anderen, die es noch so gab? Ja gut, Superman und Batman kannte man auch schon, aber die waren halt so, konnte man toll lesen, die waren spannend. Die waren halt Typen, die immer wussten, was sie wollen. Bei Marvel war immer von Anfang an dieses, der Hulk, er will das gar nicht sein. Die Spinne, die Spider-Man ist ein Jugendlicher, der eigentlich gehänselt wird in der Schule und sowas in der Art, ja. Und der dann trotzdem diese Kraft bekommt, dass die waren, die Identifikationsfiguren waren besser und die Zeichnungen waren toller.
Gibt es eine Figur, die dich besonders begeistert hat als Jugendlicher? Von den Fantastischen Vier, das Ding, The Thing irgendwie, ja, aber auch, der wollte auch nicht diese groteske Figur sein, der wollte ein normaler, war immer Teil der Handlung, er wollte wieder ein normaler Mensch werden und so, mhm, ja, und konnte nicht und durfte nicht und hat viele, viele Jahre gedauert, bis er sich arrangiert hat, mhm, mit seinem Zustand. Also das war schon Shakespeare'schen Ausmaßes eine, mhm, Figur, ja. Und was hat das mit dir damals zu tun gehabt? Hast du da eine ähnliche Geschichte gehabt? Ja, naja, als Kind und als angehender Jugendlicher versteht man natürlich immer Leute, die nicht verstanden werden und die, mhm, anders sind als die anderen und lauter solche Sachen und so, ja. Und die aber ein dunkles Geheimnis haben und so, ja. Mhm. Hatte, ja, hatte man ja auch, ist ja klar. Ja, das stimmt. Mit der Zeit wurde natürlich die Bandbreite auch der Veröffentlichung größer in Deutschland, ja, und da gab es andere interessante Sachen. Und in, genau, Anfang der 90er Jahre haben wir den Laden aufgemacht und da war dann auch eine große Flut von neuen Heftchen. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass die allerersten Mangas rausgekommen sind und ich damals eben dachte, so alles haben, klar, alles kaufen, bis ich dann gesehen habe, oh, okay, der 40. Band kommt raus und dann kommt nochmal eine Serie mit 40 Bändern, dann wurde es doch, ja, ein bisschen krass, ja, mit dem Sammeln. Ja, ja, es ist, die Veröffentlichungen sind natürlich viel geworden, man muss schon ganz schön an sich halten. Aber ist doch Quatsch, ja, ist doch super, wenn es vieles gibt, das heißt, dass man sich es besser rauspicken kann. Ja. Ja. Die Message ist, ja, du musst nicht alles haben, sondern such das aus, was zu dir passt, lies, was du möchtest. Und hast du irgendwas Besonderes, was du von vorne bis hinten gesammelt hast oder immer mitnimmst, egal wohin du fährst? Nee, es hat sich schon ganz schön gewandelt über die Jahrzehnte, auch mein Zugang dazu. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt heute meine Comic-Wand nach dem 15. Umzug zu Hause mir anschaue, ist natürlich deutlich geschrumpft. Mhm. Ja, aber sie hat sich halt, sag ich mal, eingekocht auf das Wesentliche, also natürlich auf die wesentlichen Sachen, die ich als Kind hatte schon. Mhm. Und da meine alten Williams-Hefte, die habe ich immer noch, beziehungsweise, wow, habe ich mir vervollständigt in der Zwischenzeit. Mhm. Die Sachen, die gefehlt haben, das, da kann man nicht anders, als das zu behalten. Ja. Und halt viele Ausgaben von Comics, die ich als Kind schon hatte, als Jugendlicher oder so, oder die einem was bedeuten. Ja. Wow, ich habe 1000 Fragen. Ich merke auf jeden Fall, du bist voll in deinem Element. Du könntest dir die ganze Zeit über alles erzählen. Und ich frage mich, wie ist das denn, wenn man sein Leben lang fast mit Comics oder der Comic-Kultur aufgewachsen ist? Das hat ja bestimmt irgendeinen Einfluss auf dich gehabt, auf deine Persönlichkeit, dein Inneres, deine Werte oder deine Stärken, was du dich so fokussiert hast. Da kann man das noch trennen, das weiß ich nicht, und so, wenn man es wirklich trennen kann. Oder was würde fehlen, wenn es nicht mehr da wäre? Naja, ich bin eine Leseratte, ja, das, mhm, ist es. Ich liebe Bücher und das ist, Comic ist ein Aspekt. Ich lese jede Menge andere Bücher auch und so, mhm, ja. Aber Comics haben halt vieles, was ich wirklich mag. Ich bin damit groß geworden, das ist mein Beruf und so. Ich finde es ist ein tolles Medium, mhm, und es hat wirklich viel zu bieten. Ja. Und, aber insgesamt ist es das, also wenn ich es noch allgemeiner beschreiben müsste, wäre es das Lesen als solches. Ja. Mhm. Und das ist halt einfach, dieses Medium ist einfach mein Leben und so, ja. Und mein Ding. Erinnerst du dich hier an besondere Gäste, die irgendwas Skurriles wollten oder ja, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind? Na, skurrile Wolken an Kunden, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Frühstücksbrötchen bis zu Sachen, die... Frühstücksbrötchen? Naja, also ich fand, früher Modern Graphics, so, habt ihr Computer und so? Ja. Nein, also die Kunden sowieso, aber wir hatten ja auch tolle Gäste. Wir hatten schon zur Eröffnung gleich, hatten wir Neil Gaiman eingeladen, Gaiman, war ja, da, ja. Und Jamie Hewlett, der Tankgirl-Erfinder damals, mhm, und so, der mir noch eine Tankgirl-Seite schuldet, weil ich ihn... Er meinte, morgen schicke ich den Tankgirl-Seite, weil ich ihm mit seiner Frau eine Tour durch den Zoo gegeben habe. Es war toll, war eine tolle Eröffnung, hat damit schon toll angefangen. Und dann haben wir viele Veranstaltungen über die Jahrzehnte hier gemacht, Signierstunden hier vor allem. Und dann mit Lesung war damals noch gar nicht so, mit Comics, mhm, konnte man sich lange nicht vorstellen, wie liest man einen Comic. Ja? Mhm. Auch da hat sich viel getan. Das mit den Lesungen ging dann erst auch so vor 10, 15 Jahren los. Gerade junge Künstlerinnen und Künstler haben da echt einiges möglich gemacht in den letzten Jahren. Wie liest man anständig einen Comic, ohne dass die Leute schon am Ende des Heiles sind, wenn man oben erst anfängt und so. Ja. Wie macht man das? Naja, also zum Beispiel, indem man Panel für Panel nur, ja, also sich vorher vorbereitet. Oder halt auch die Sprechblasen leer lässt und auf einmal poppen die auf, während man sie liest. Weißt du, man muss natürlich, mhm, ein bisschen Grafikprogramm beherrschen, ja, aber das ist alles möglich geworden. Auch zur langen Buchnacht haben wir eigentlich immer eher so Spaßaktionen gemacht, so Zeichen, Battles oder irgendwas in der Art. Ich stelle mir die Beziehung auch ganz besonders vor zwischen einem Zeichner oder Autor und eben dem Comicbuchladen. Vielleicht damals noch mehr, so vor Internetzeiten im Vergleich zu jetzt. Ja, also inzwischen natürlich mit Graphic Novel und mit den Buchveröffentlichungen von Comics ist natürlich auch der Verkauf groß in Sortimentsbuchläden, mhm,
gelangt. Das ist auch ein bisschen der Zweck gewesen davon natürlich, ja, weil die natürlich ihren Bereich erweitern wollten und ihre Reichweite erweitern wollten und auch Leserinnen und Leser ansprechen wollten, die sie ja vorher nicht hatten. Früher war es halt so eindeutig, die Positionierung. Inzwischen muss man sich sein eigenes Ding aufmachen. Ja, was denkst du, was das für eine Bereicherung bringt, zu der unbebilderten Buchbücherwelt Comics zu haben? Ja, das Medium Comic als solches kann halt mehr als nur Literatur mit Bildern in Verbindung bringen, sondern die Kombination von Bild und von Zeichnung, die schafft was ganz Neues. Mhm. Das ist nicht nur eine Bebilderung, das ist nicht nur ein illustrierter Roman, ja, das ist deutlich mehr. Was viel erkannt wird zurzeit, dieses Sachcomic und Erklärungssachen und auch ein bisschen schwierige Themen anzupacken, ja. Da wird gerade viel mit experimentiert und ich bin mir ganz sicher, da kommt noch ganz viel in den nächsten Jahren, weil wirklich viele junge Autorinnen und Autoren gerade dran sind, da Sachen zu machen und halt auch ein bisschen Geld bekommen können dafür und Verlage diesen Auftrag geben. Wenn du dir so ein, zwei Comics, Graphic Novel, Schundheftchen, was auch immer aussuchen könntest, die so deine Schätze wären, was würdest du da nennen? Meine eigenen Schätze, ja, das muss ich wieder zurück zu Marvel kommen. Das ist einfach, das ist halt wie mit anderen Sachen auch, womit man groß wird oder was man kannte als Kind. Das liebt man einfach und so. Deswegen Hulk Nummer 1, die Rächer Nummer 1. Danke. Und als letzte Frage, gerade weil du ja so ein Urgestein hier in der Berliner oder in der deutschlandweiten Comic-Szene bist, wenn du dir vorstellst, du könntest eine gigantische Werbetafel, die durch alle Multiversen sichtbar ist, hier irgendwo aufstellen, also müsste sehr, sehr groß sein, und da eine Nachricht an die Nerdwelt draufschreiben, was würdest du hinterlassen? Du suchst etwas? Ja, weil wir so hier diese Aufkleberreihe haben. Ah, und da ja. Da habe ich eigentlich mein Lieblingsaufkleber ist, den hat Marvel uns gemacht, hier der Berliner Zeichner. Mm. Und da steht einfach nur drauf, lest Comics. Also was gibt es für eine bessere Botschaft als lest Comics? Oder wer gerne liest, liest auch gerne Comics, weil ich ja oft dieses höre, ich lese ja keine Comics oder so, oder ich verstehe Comics nicht, oder Comics sind nicht so meins. Und da ist meine Gegenfrage ist nicht irgendwas anderes, meine Gegenfrage ist immer, liest du eigentlich gerne? Also, und wenn man gerne liest, liest man auch gerne Comics. Man weiß es nur noch, vielleicht noch nicht, weil man hat noch nicht das Richtige gefunden oder die Bildsprache noch nicht verstanden. Aber wer gerne liest, liest auch gerne Comics. Das klingt nach einer sehr guten Message. Auf jeden Fall. Dann danke ich dir vielmals für unser spannendes, tolles Gespräch. Ich schaue mich hier gleich nochmal ordentlich um. Mach das. Ja, und freue mich schon. Alles klar, vielen Dank. Ich danke auch.